also Michael Jackson featuring Justin Timberlake mit Love Never Felt So Good. Love never felt so good. Ihr Moonwalker und Moonwalkerinnen. 5 Jahre ist es her, dass Michael Jackson von uns gegangen ist und es gab ja schon mal ein posthum Album, das hieß Michael und letzte Woche erschien ein neues Album, das hieß Xcape und heißt immer noch Xcape und da ist ganz viel unveröffentlichtes Jacko-Material drauf. Die erste Single heißt Love Never Felt So Good und featured Justin Timberlake. Ein passendes Video dazu gibt es jetzt auch. Der Titel schon vermuten lässt, nämlich um Liebe, die sich verdammt gut anfühlt. Komm her, Tobi. Nein! Komm jetzt her, lieb mich! Der Disco-Sound von Love Never Felt So Good erinnert ein bisschen an die Anfänge von Michael Jackson aus den 70er Jahren, aber die Originalaufnahmen, also die Vocals, stammen aus den 80er Jahren. Und das Material hat sich der gute Timbaland genommen und neu verarbeitet. Werden ganz viele alte Musikvideoaufnahmen, Originalaufnahmen von Michael Jackson gezeigt, während Justin Timberlake mit ganz vielen glücklichen Menschen dazu lippensynchron singt. Liebe, Love, felt so good. Natürlich wird im Video auch ordentlich einer weggetanzt. Pow, pow, man sieht ganz pow. Viele alte Choreografien neu aufgelegt von Justin Timberlake. Also die Choreografien gehören eigentlich von Michael Jackson, ne? Mhm. Genau. Und da sind auch andere Tänzer noch. Genau. Krass. Genau. Da wird auf leuchtenden Pflastersteinen gesteppt, wie bei Billie Jean, auf Billardtischen rumgesprungen, wie in Beat It und am U-Bahn-Drehkreuz abgerottet, wie im Bad. Boah, wie der da wegwippt. Guck mal, der geile Move. Mach mal auch. Ich leg mich jetzt hier nicht am Boden, Alter. Bist du bescheuert? Du sollst dich jetzt ja auch nicht auf den Boden legen. So, das ist einfach nur wippen. Also, wie der im Video halt. Ich hab eine bessere Idee. Ach ja! Wusstest du eigentlich schon, dass Justin Timberlake mal ein Feature bei Michael Jackson angefragt hat, als der noch gelebt hat? Und Michael Jackson hat sogar geantwortet, da waren die Adressen von NSYNC. Und dann hat Justin Timberlake das gelesen und hat dann gefragt, hey, willst du ein Feature mit NSYNC machen? Und dann sagt er so, nee, nur mit dir. Und es war Justin Timberlake unangenehm, weil er wollte seine Homies irgendwie nicht aus dem Rennen stechen. Und deswegen haben sie gar kein Feature miteinander gemacht, glaube ich zumindest. Also, Quintessenz ist, die haben nie ein Feature gemacht, als der gelebt hat. Mach weiter. Oh, geil. Nicht gewusst, wieder was gelernt. Ja, so sieht's aus. Kommen wir zur Frage des Tages. Was ist eigentlich euer Lieblingssong von Michael Jackson? Postet's mal unten in die Kommentare. Und währenddessen könnt ihr gerne nochmal die letzten Music News anschauen. Da ging's um Materia. Oder das letzte Freitagsvideo. Da ging's um Unterschiede Männer und Frauen bei Party machen. Party, Party, Party. Abonniert, dann verpasst ihr nie wieder was in euren Lebens. Tobi, ich will rausfliegen. Komm, mach mal hier. Ich komm nicht ran. Mein Arm ist nicht lang genug. Kann ich jetzt aufhören? Mach weiter, das ist geil. Ich fühle mich, als würde ich fliegen. Fliegen!